Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Herbst für Studenten, Stipendien laufen weiter, Westafrikaner kann weiterhin büffeln. So titelte die Zeitung Express Anfang der 90er Jahre, denn der deutsche akademische Auslandsdienst führte mein Stipendium nach dem Umbruch in der DDR weiter. Damit konnten internationale Studierende wie ich das Studium im wiedervereinten Deutschland zu Ende führen. So könnte ich hier heute nicht stehen. Ich bin Mitglied des Deutschen Bundestags, weil mich über 42.000 Menschen aus meinem Wahlkreis, aus meiner Heimat Halle an der Saale direkt gewählt haben. Ich bin auch Mitglied des Deutschen Bundestags, weil ich mit meinem Stipendium in die DDR, in die ehemalige DDR gekommen bin und weil der DAAD mein Stipendium nach dem politischen Umbruch fortgeführt hat. Warum erzähle ich Ihnen das, meine Damen und Herren? Ja, weil wir heute über den Haushalt des Auswärtigen Amtes berichten. Der Einzelplan, der den DAAD finanziert. Der Einzelplan, der in internationale Bildung und Forschung investiert. Der Einzelplan, der internationale Austausch und Stipendien stärkt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben in Krisenzeiten. Unsere finanziellen Spielräume werden kleiner. Deshalb evaluieren wir unsere Programme, wir passen sie an und wir werden effizienter. Aber auch für unsere internationale Zusammenarbeit gilt, Bildung für Jugend muss immerhin Priorität bleiben. Ich nenne Ihnen dafür drei Gründe. Erstens, die Jugend ist unsere Zukunft. Eine gut ausgebildete Jugend über Landesgrenzen hinweg sichert nachhaltigen Wohlstand. Zweitens, internationaler Austausch stärkt auch die deutsche Bildungs- und Forschungslandschaft. Drittens, Stipendienförderung ist kluge Geopolitik, denn Stipendien bauen langfristig internationale Beziehungen auf und das ist zukunftsweisend, meine Damen und Herren. Und genau deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, brauchen wir ein starkes Stipendienprogramm oder mehrere starke Stipendienprogramme. Wir brauchen den internationalen Wissenstransfer, wir brauchen den kulturellen Austausch und die Verständigung über Grenzen hinweg. Meine Damen und Herren, ohne mein Stipendium würde ich heute nicht stehen hier. Ich könnte nicht die Bürgerinnen und Bürger aus Halle an der Saale vertreten und ich könnte mich nicht für einen Haushalt einsetzen, der auch auf internationale Zusammenarbeit baut. Jetzt stehe ich hier und sage, lassen Sie uns gemeinsam eine weltweite starke Jugendförderung dafür eintreten und das ist Zukunftsinvestition und das brauchen wir weiterhin. Dankeschön. Vielen Dank.